turning back. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr vielleicht schon im Titel bemerken konntet, werde ich heute für euch vloggen, beziehungsweise die nächsten Tage, da wir gerade auf dem Weg sind in den Urlaub an die Ostsee. Genau, und da wollte ich euch einfach mitnehmen und euch zeigen, wie wir halt so jetzt die nächsten Tage verbringen und ja, wie wir halt jetzt überhaupt an die Ostsee kommen, da es ja unser erster Urlaub ist ohne Eltern. Also meiner nicht, aber deiner wieder, ja, zusammen. Ja, meiner auf jeden Fall. Und dass wir auf jeden Fall mal zusammen alleine irgendwo hinfahren. Genau, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Vlog und ich würde sagen, let's go! Angekommen bei McDonald's, endlich Pause hoch. Ja, endlich jetzt bei McDonald's. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, das hat sich angefühlt wie eine Stunde noch. Das war eine Pause. Aber jetzt habe ich Hunger und jetzt geht's los. Let's go, Anna. Jetzt haben wir es auch bald geschafft. Wir fahren jetzt ungefähr 20 Minuten und dann sind wir endlich da. In unserer Ferienwohnung und wir sind eigentlich relativ zufrieden. Also hier erstmal die Garderobe, dann kommt man hier gleich zur Küche. Die ist auch sehr gut ausgestattet, also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, Backofen, Toaster und so weiter, also ganz viel. Auch eine gemütliche Sitzecke und dann kommt man hier weiter in ein Zimmer für eine Person. Das ist bei uns jetzt nicht belegt. Kinderzimmer. Zwei Personen sind, aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann kommt man hier weiter ins Bad. Das ist auch sehr maritim, sehr ostseemäßig eingerichtet, sogar mit zwei Waschbecken. Das fand ich auch sehr cool. Und dann kommt man hier links weiter in unser Schlafzimmer. Genau, da haben wir dann erstmal uns schon gemütlich eingerichtet und unsere Koffer auch schon ausgepackt und hier reingetan. Und hier ist noch mal ein großer Spiegel. Also ist auch sehr praktisch und cool. Und der letzte Raum ist dann das gemütliche Wohnzimmer. Kann man sich hinsetzen. Oder man kann auch hier auf die coole Terrasse. Haben wir hier oben schön solche Sitzkissen. Auch sehr schön. Oh ja. Kann man sich hier gemütlich mit Stühlen an den Tisch setzen und einfach die Sonne genießen, weil die um die Nachmittagszeit immer sehr hoch steht und da kann man sich schön sonnen. Also sag bloß. Wir sind zumindest sehr zufrieden. Ist zwar jetzt nicht luxuriös, aber es reicht auf jeden Fall. Und es gibt nichts zu meckern, also. Und jetzt gehen wir erstmal noch schnell einkaufen bei Edeka und dann sind wir wieder zu Hause. Und es war so randig in dem Edeka, da konnte ich einfach nicht filmen, was wir gekauft haben. Ja, aber ich zeige euch einfach unseren relativ vollen Kühlschrank. Aber wir haben ja, guck mal, hier haben wir ja noch das ganze Zeug. Ja, das haben wir ja so ein bisschen noch eingekauft. Und hier haben wir das eigentliche an Kohlenhydraten und gesunden. Juhu! Und das müssen wir halt alles noch einräumen. Aber sonst haben wir erstmal das große, große geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen dann erstmal noch die Stadt erkunden. Beziehungsweise, ich stelle mich mal ins Licht. Eine Runde joggen. Genau, ein bisschen die Beine vertreten auf jeden Fall. Das schlechte Gewissen beruhigen. Da von der langen Autofahrt die Beine etwas ermüdet sind und die müssen erstmal wieder aufgepusht werden. Und genau. Prost. So, ihr Lieben, wie man vielleicht erkennen kann, bin ich ganz doll rot im Gesicht, weil ich gerade laufen war mit meiner Schwester. Die dreht jetzt nochmal eine extra Runde, aber mir reicht das erstmal für den Anfang. Ich bin nämlich, wie man hier auf meinem Handy erkennen kann,
hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ja, egal, das kann ich euch dann einblenden. Also ich bin 3,09 Kilometer gerannt in 16 Minuten. Also ich würde mal sagen, das ist ganz ordentlich. Wir sind am Strand zurückgelaufen und hinzu an der Promenade. Und es war mega anstrengend im Sand zu rennen. Aber ja, ich gönne mir jetzt erstmal eine Dusche, wasche meine Haare. Und dann werden meine Schwester und ich uns noch raussetzen auf dem Balkon, die Sonne genießen und dann das Abendessen vorbereiten. Und das zeige ich euch dann auch später. Also ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, die Süßkartoffeln sind im Ofen. Das sieht schon mal echt gut aus. Dann gibt's Hähnchen und einen leckeren Salat und ein bisschen Brot. Also genau. Also wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall schmecken, würde ich sagen. Voll healthy. Voll healthy. Genau, und jetzt werden wir erstmal gemeinsam Abendessen und dann werden wir, denke ich, noch gemütlich vorm Fernseher sitzen und dann... Das ist schon Uni und Schule. Genau, und dann ist der Abend auch schon wieder vorbei und ich hoffe natürlich, dass euch das YouTube-Video bzw. der Vlog gefallen hat. Wenn ihr mehr hier vom Urlaub sehen wollt, dann gebt mir noch gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder, oder? Tschüss!